Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Impact. Wir hatten gestern ein neues Update in Genshin und zwar gibt es ein neues Banner. Letzte Woche gab es ja auch den Elementarofen noch als Aktion, habe ich leider nicht mitmachen können. Aber es gibt einmal einen neuen Banner und... Oh ne, ist es schon 3 Tage? Was denn heute? Ist Mittwoch. Ich dachte, gestern wäre das gewesen. Na gut. Jedenfalls gibt es ein neues Carpe Diem. Und hier können wir wieder tägliche Belohnung abholen. Guck mal, hier gibt es 100 Urgestein. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Es gab dreimal Helden der Weisheit, also so ein Buch zum Aufleveln der Helden. Und mystisches Verstärkungserz, das, was wir für die Waffenverstärkung brauchen. Und wir haben ein neues Gebet, hatte ich gerade gesagt. Nämlich ein neues Banner. Flammende Schritte, höhere Wahrscheinlichkeit für Klee. Klee ist ein Pyro-Charakter. Und ja, ich habe noch nicht so viele von den Gebeten. Ich weiß gar nicht. Wir hatten aber auch schon auf diese, genau, Figurenangebote gerollt, wollte ich gerade sagen. Huch. Sieben, also eigentlich 6 Seiten und 2, 6 mal 6 sind 36 und 2 sind 38. Das heißt, man bekommt ja ab der 90. Ziehung garantiert einen 5-Sterne-Charakter. Das heißt, bei mir dauert das noch ein bisschen oder kann das noch dauern. Es muss nicht, es kann. Aber ich würde trotzdem sagen, ich würde gerne ein Gebet. Ich denke mal nicht, dass es klappt, aber wir können ja trotzdem mal eine Kugel schmeißen. Nö. Die bleibt hell. Da ist nichts drin. Also nichts Besonderes, ne? Nur die einfachen Sachen. Muss ich mal eben gucken. Man kann ja eigentlich ja auch noch, aber das hatten wir ja schon mal gemacht. Rares für Staub und Glanz. Genau, mit Sternstaub. Guck mal, die hatten wir schon. Da dauert das noch 10 Tage, bis wir neue wieder kaufen können. Da kann man diesen Sternstaub eintauschen, ne? Hier ist immer noch Razor und Amber. Urgestein kann man noch aufladen. Das wollen wir aber nicht. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich hatte mich hierhin zurückgeportet und wir haben hier einmal das Geheimnis des Kochens. Das ist so eine Nebenquest für Shangling wegen dem Kochen. Jetzt will ich mal aber gucken. Wir haben, glaube ich, aber auch noch andere Aufträge, ne? Genau. Da brauchen wir aber Abenteuerstufe 15. Das haben wir noch nicht. Kayas Problem. Das haben wir auch noch nicht. Vorbereitung ist der halbe Weg. Was ist denn das? Paimon findet, dass du dich auf deine späteren Abenteuer gut vorbereiten solltest. Okay. Das könnten wir mal eben machen. Guck mal, hier wird uns der Weg auch schon angezeigt. Wir gucken mal. Ah, hier beim Schmied. Okay, das können wir mal eben machen. Was ist denn? Ich habe das Eisen gesammelt. Stimmt, habe ich wohl verdrängt. Ach, wir mussten ja Eisen sammeln, genau. Ich möchte mir was schmieden lassen. Was wollen wir uns denn schmieden lassen hier? Ich habe keine Ahnung. Das können wir alles gar nicht und schmieden lassen hier, weil uns dafür noch die Sachen fehlen. Aber wir könnten ja irgendwas Einfaches. Das ist ja nur. Genau, guck mal, das hier. Hat hier jemand einen Bonus? Nee. Ja, dann können wir das damit machen. So, wenn du demnächst wieder Erz findest, kannst du es immer zu mir bringen. Okay, alles klar. Am besten, wenn ich nicht gerade so viel zu tun habe. Okay, ja, du scheinst nicht bei besonderlich guter Laune sein. Für Schmieden braucht man vollen Körpereinsatz. Ich finde keinen Gefallen daran, mit Kunden Schwätzchen zu halten. Okay, alles klar.
Solange ich meine Arbeit gut mache, läuft das Geschäft. Alles andere ist nur überflüssiger Unsinn. Alles klar. Wenn nichts weiter ist, werde ich weiterarbeiten. Alles klar, dann wollen wir dich doch mal weiterarbeiten lassen. Genau. Haben wir jetzt was gekriegt? Ne, ich glaube nicht. Okay. Hatten wir eigentlich schon aufgewertet? Ich habe keine Ahnung. Was ist die Stufe 16? Wir sind 15. Shangling ist 17. Kaya ist 12. Noelle 13. Saccharose weiß ich nicht genau, ob ich die überhaupt nutzen soll, kann. Ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wie sieht denn das aus mit unseren Artefakten? Da haben wir ja noch nicht wirklich was, ne? Ist halt ziemlich schwierig, ne? Das meiste haben wir ja schon alles gebraucht. Guck mal, hier ist aber ein Angriff mit 4,2. Dies würde ich gerne eher nutzen, wie das, was wir vorher hatten, weil hier nochmal der Angriff einmal aufgestockt wird. Und Angriff können wir immer gut gebrauchen. So, was habe ich jetzt gesagt? Jetzt müssten wir nochmal eben einen neuen Auftrag, nach einem neuen Auftrag gucken. Wir haben hier einmal Geheimnis des Kochens, das würde ich dann gerne machen, und eine einmalige Gelegenheit. Weil hier kommen wir ja doch noch nicht weiter, weil wir da erst weiter leveln müssen. Was ist? Dann machen wir das erst. Und dann können wir das mit Kaya machen. Spüre Jack auf. Wo ist der denn? Da hinten. Dann würde ich sagen, porten wir uns hier hin. Dann sind wir, glaube ich, am dichtesten bei. So, da oben. Da ist auch ein heller Strahl. Gucken wir mal. Hoch. Oh, hier ist eine Kiste. Die können wir gleich mitnehmen. Was gibt es denn Schönes? Verstärkung, okay. Wir setzen mal Shangling hier hin und dann. Tja, guck mal, das ging doch fix. Sehr schön. Und dann können wir hier hingehen. Fußspuren. Vielleicht sind wir ja von. Sind die von Jack? Wir sollten denen folgen. Okay. Müssen hier oben weiter hoch. Jetzt muss ich mal eben. Haben wir eigentlich aktuell kein Wasserelementar, ne? Also kein Wassercharakter, oder? Lisa, Saccharose ist auch Wind, Ambers Feuer, Noelle, ne. Schade eigentlich. Sonst Wasser und Strom lässt sich auch immer gut kombinieren, aber wir haben hier irgendwas. Öffne 30 der überall verborgenen Truhen. Oh, ja, danke. Und wir sind Abenteuerstufe 8. Jawohl. Sehr schön. Und wir haben hier irgendwas Neues. Blüte des Flusses der Elemente. Knoten des Flusses der Elemente, die durch starken Willen sichtbar werden. Berühre sie und besiege die Gegner, damit eine Blüte des Flusses der Elemente erscheint. Verbrauchst du ursprüngliches Harz, kannst du unfassbare Schätze bergen. Ah, okay, genau. Das ist das. Wir machen mal eben Kaya hier. Ich weiß nicht. Doch, das scheint eigentlich auch ganz gut zu funktionieren mit Kaya. Oh. Ballabgabe haben wir abgeschlossen. Okay. Autsch. Das ist nicht besonders nett, mein Freund hier.
So. Hier haben die noch was verloren, aber ich würde trotzdem gerne Fischl nehmen. Jetzt muss ich. Oh, Errungenschaft haben wir auch abgeschlossen. Ach so, das war das eben, ne? Ballabgabe. Kriegen wir wieder Urgestein. Urgestein ist immer gut. Figuren. Ich würde jetzt gerne mal gucken. Also, unser Charakter macht einen Angriff von 114, 84 Shangling, 130 Fischl. Und Kaya nur 89. Also nehmen wir doch weiterhin Fischl, weil die doch mehr Damage macht. Noch. Und hoffentlich bleibt das auch so. Stufe 13 sind die. Okay. Ja, das geht schon. Na siehste, haben wir doch geschafft. So, wir müssen aber da oben hin. Dafür brauchen wir jetzt gleich aber Shangling, weil die Barrieren hier wegbrennen muss. Genau. So, könnt ihr mal sterben oder? Aua, wie sieht das eigentlich aus hier? So, jetzt aber. Au, jetzt hat der andere mich da trotzdem noch getroffen wieder. Ist aber nicht nett. So, einmal noch. Noch nicht, warte. Jetzt. Nee, ich glaube, wir setzen noch mal Shangling und dann den Teddybären hier für die Dinger. Ah, die ist da viel fixer mit, eigentlich mit dem Teddybären eher, ne? So, dann haben wir es jetzt. Da ist Jack. Hallo Jack. Das tut weh, sagt er. Was tut weh? Danke dir vielmals. Ich dachte, ich käme heute nicht nach Hause. Okay, wie fühlst du dich? Es ist nur ein bisschen verletzt. Nur ein bisschen. Mir geht's gut. Okay. Im Lager uns habe ich eine Gruppe Hilichurls entdeckt, die sich dort gesammelt haben. Ich habe mir gedacht, dass sie etwas im Schilde führen. Also bin ich ihnen gefolgt. Aber ich bin ihnen zu nahe gekommen und sie haben mich entdeckt. Mach dir nichts draus oder aus mir. Bitte hilf mir, diese Healy Church. Church. Gott. Es werden immer mehr. Wir müssen ihre Pläne vereiteln. Okay. Also müssen das Hauptlager hier. Oh, da oben ist noch so ein Geokulus. So, dann sind. Au! Ach, das ist wieder so ein blöder Magier. Ja, sehr schön. Tü, das ging fix. Das ging echt schnell. So, Truhe öffnen. Und da oben müssen wir rauf. So. Einmal da hochklettern. Ach, der will da ganz hinten oben rauf. Okay. Hä, fliegt er jetzt weiter oder nicht? Doch, er geht doch da oben hin. Okay. Hier liegt noch was. Das kann man noch mitnehmen. Das war ein Vogelei. Okay. So, einmal Ausdauer wieder auftanken. Und dann können wir hier hoch. Hoffe ich zumindest, dass wir das schaffen. Nochmal auftanken. Sonst fahren wir nämlich gleich wieder runter, bevor wir überhaupt oben sind.
So, oh, guck mal, hier sind auch noch Vogeleier, die können wir noch mitnehmen. Die Truhe ist, ach da. So. Und es gab wieder neue Teile. Waren die drei oder zwei Sterne mäßig? Wir gucken mal. Artefakte. Nee, alles zwei Sterne. Okay. Nee. Und ein Stern. Nee, das brauchen wir nicht. So, was haben wir jetzt noch? Da ist noch irgendwas. Beseitige das Lager. Ich dachte, das hätte ich schon. Okay. Ach, da steht noch ein Zelt. Oder wie? Nee. Ach, da oben. Dann brauchen wir mal noch mal eben Shangling, dass die hier noch mal eben die hier hinsetzt. Au, das sind aber echt viele, ne? Au, kannst du mal sterben? Schnell weg da. So, nochmal eben. Au, nochmal eben. Und dann können wir Shangling ihre Ulti nutzen. Die kann das nämlich mal eben hier alles wegmachen. Jawohl. So, den Magier haben wir dann nämlich schon mal weg. So. Noch mehr Gegner, okay. Kannst du mal. Oh, ich hasse diese Viecher hier. Au. So, wir brauchen den noch mal. Dann brauchen wir noch mal eben Shangling, dann setzen wir noch mal den Teddy. Autsch. So, der ist weg. Brauchen wir eigentlich nur noch diesen hier. Kannst du mal sterben? Dann nehmen wir noch mal eben einmal. Autsch. Shit. Der saß zu weit weg. Kannst du? Danke. Oh, yes. So, wo ist der andere jetzt? Der ist da runtergefallen. So. Der ist weg. Dann müssen wir jetzt nur noch den wegmachen. So, ich glaube, dann haben wir es. Dann können wir uns nämlich wieder zurückporten. Einmal dahin. Und dann haben wir es abgeschlossen, ne? Sehr schön. Da hinten. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen Q gedrückt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Ach, guck, Jack steht jetzt hier. Sehr schön. So, hallo Cyrus, da bist du ja wieder. Jack ist auch zurück, aber er humpelt etwas. Ja, das habe ich gesehen. Was ist denn passiert? Er wurde aus Übermut verletzt, okay. Das habe ich mir gedacht. Er hört einfach nicht zu und erinnert sich nie an das, was ich ihm sage. Ich verstehe ja, dass er sich beweisen will, aber egal. Jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss. Ich werde mit Jack darüber reden. Dies ist für dich eine Art Abenteuerprämie. Oh, danke schön. Was gibt es denn Schönes?
Spiegelei und Auflevelung. Sehr schön. Ja, aber ich würde sagen, wir machen dann hier für heute wieder Schluss. Und ja, dann verabschiede ich mich, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.